Oh mein Gott, solche Fälle sahen wir vor 30 Jahren und sie schockierten uns, wenn sie zur Tür hereinkamen. Hallo, gestern habe ich euch Enzo vorgestellt, einen Hund, der an einer Krankheit leidet, die ihn zu Stein werden lässt. Das Video war erschütternd und sehr traurig. Dies ist der zweite Teil des gestrigen Videos. Er wiegt 15 Kilo. Enzo hat seine ersten Stunden im Krankenhaus verbracht. Wir haben Medikamente zur Bekämpfung der Leishmaniose sowie Antibiotika verabreicht. Zusätzlich wird er gegen Krätze behandelt. Nach einem Tag im Krankenhaus verspürt Enzo nicht mehr so viel Juckreiz. Doch seine Haut, die wie ein Stein aussieht, hat noch einen langen Weg vor sich, um zu heilen. Wir fragen uns, wie Enzos wahres Erscheinungsbild sein wird. Vor ein paar Jahren haben wir andere Hunde in einem ähnlichen Zustand gerettet. Wir erinnern uns an Oscar und seine Mutter Helena. Ihre Verwandlung von der Rettung bis zu den Monaten danach war radikal. Wir sind gespannt, Enzos Fortschritte zu sehen. Diese Fälle erfordern monatelange Behandlungen. Wir wissen, wie befriedigend es ist, eine gesamte Geschichte von Anfang bis Ende in einem einzigen Video zu sehen. Aber das können wir noch nicht zeigen. Was wir dir zeigen können, ist, was Tag für Tag im Krankenhaus passiert. Wir möchten, dass du an unserer Seite bleibst, während wir diese Geschichte erzählen. Tag für Tag wirst du die Verbesserung der Gesundheit dieses Hundes miterleben. Es wird eine aufregende Reise, die wir alle gemeinsam erleben werden. Er kommt wieder zu Kräften. Wir haben die Leishmaniose mit Glucan-Time behandelt, 5 Milliliter verabreicht und auch ein Antibiotikum, weil wir eine Infektion bemerkt haben. Wir machen weiter, bis er sich etwas verbessert und dann geben wir ihm ein gutes Bad. Er hat bereits das Antibiotikum, die Leishmaniose-Behandlung und etwas gegen die Krätze erhalten. Es wird den Juckreiz lindern. El picor, efectivamente.
Was ist mit seinem Auge? Er hat ein Auge in jeder Farbe. Wir haben ihn beim Essen gefilmt. Er ist am Verhungern, der Arme. Oh je, er hat die Schüssel schon leer. Enzos Behandlung hat begonnen und in den nächsten Wochen wird es kritisch sein. Er braucht eine Bluttransfusion, die wahrscheinlich morgen oder übermorgen verabreicht wird. Aus diesem Grund benötigen wir deine Hilfe. Bitte spende und hilf uns, Enzo zu retten. Danke. Thank you.